Grüß dich. Das ist schon das dritte Mal, dass ich dieses Evangelium kommentiere. Das erste Mal habe ich mich konzentriert auf die Person, die geheilt ist. Die wird wieder gesund von dem Gelähmtsein, die ist von den Sünden befreit. Das nächste Mal habe ich mich konzentriert auf die Freunde, die eigene Pläne geopfert haben, um den Freund zu Jesus zu bringen und haben alle Hürden überwunden. Und heute war ich bewogen durch das Verhalten der Beobachter. Die Beobachter, anstatt das alles, das Wunderschöne zu sehen, was an dieser Szene zu entdecken ist, also dass eine Person genesen ist, das wiedergehen kann, anstatt zu sehen, was alles die Freunde schon gemacht haben für diesen Freund, um sich daran zu erfreuen, hören auf eigene Gedanken. Und diese Gedanken beeindrucken diese. Diese Gedanken erlauben denen nicht, sich an diese Szene zu erfreuen. Was sind diese Gedanken? Diese Gedanken, das sind irgendwie Zweifel an das, was passiert. Wieso kann er die Sünden eigentlich heilen? Wieso ist das möglich? Und diese alle Zweifel eigentlich machen von denen eine Gruppe von den Menschen, die keine Teilhabe an dieser Freude hat. Und Jesus bemitleidet die. Und Jesus deswegen spricht diese Gedanken an. Und dieses Evangelium ist für mich auch eine Herausforderung, darüber nachzudenken, ob ich auch in Beobachtung der wunderschönen Dinge, die passieren, nicht ein Loch im Ganzen suche, nicht von meinen Gedanken mich ablenke und dadurch mich selber der Freude an dem Geschehen beraube. Und was denkst du dazu?